Wie baust du ein Depot für sichere Dividenden und Kursgewinne? Das zeige ich dir in diesem Video und zwar nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Wir haben es nämlich schon getan mit echtem Geld zweimal und das Beste, du kannst beide Depots live einsehen und zwar völlig kostenlos. Außerdem gibt es noch interessante Einsichten, unter anderem in den MSCI World und nochmal in den Nasdaq. Ich habe ja im letzten Video schon was über den Nasdaq gesagt, dass er sportlich bewertet ist. Das Video kam gut an, auch wenn der Titel ein bisschen plakativ war mit Crash voraus. Ich gebe es ja zu, aber der Inhalt war, denke ich, doch sehr gut. Und da knüpfen wir mal an. Mein Name ist Thorsten Tiedt. Es geht ums langfristige Investieren. Es geht ja nicht um Crashs herbeizureden, sondern es geht darum, wie du trotz Krisenzeiten, schlechten Zeiten an der Börse, immer noch dein Geld langfristig vermehren kannst mit Kursgewinnen und steigenden Dividenden. Genau das mache ich ja auch schon relativ lange, persönlich auch. An der Stelle dennoch muss ich immer sagen, wäre ja Disclaimer, keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. So, wir steigen mal ein mit dem gestrigen Handelstag, was uns wieder was schön vor Augen geführt hat, nämlich gestern gab es einen kleinen Tech-Abverkauf. Aktien wie Nvidia minus 7%, AMD 10%, ASML 11% verloren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind unsere Echtgelddepots sehr gut gelaufen, weil insbesondere Dividendenwerte stark gestiegen sind. Es gab neue Zahlen zu Johnson & Johnson, Prologis, United Health Group und es sind alle drei, fünf United Health Group in Summe sogar zweistellig gestiegen innerhalb von 2 Handelstagen. Also da waren quasi 2 Welten sozusagen aufeinander geprallt. Und was ich ja gezeigt hatte im letzten Video, und das könnt ihr euch auch anschauen, kostenlos, wenn ihr hier auf Markt geht, und habe ich euch den Nasdaq gezeigt, der ist jetzt etwas günstiger geworden, aber er ist natürlich immer noch, könnt ihr hier sehen, relativ hoch bewertet, sind wir ein KGV von 35,5. Im letzten Video lag es noch bei rund 37. Was ich euch jetzt aber mal zeigen möchte, das ist, weil theoretisch könnte, also der Nasdaq, dass der eine Schlagzeit hat, ist ja klar. Wenn wir in die Qualitätsaktien gehen, dann seht ihr hier, dass 8 Unternehmen ungefähr 40% der kompletten Marktgewichtung ausmachen, die 8 Unternehmen hier oben. Und jetzt könnte man ja denken, ja, dann nehme ich halt den MSCI World oder zusätzlich zum Nasdaq noch den MSCI World, dann bin ich ja diversifiziert, sind ja über 1000, 1500 Unternehmen ungefähr da drinne. Wenn ihr euch jetzt aber mal anschaut, welche Unternehmen hochgewichtet sind im MSCI World und wir gucken mal hier, wir machen hier alle Aktien rein, nicht nur die Qualitätsaktien und dasselbe Spielchen machen wir hier auch alle Aktien rein, dann seht ihr von der Gewichtung, dass es irgendwie doch recht ähnlich aussieht. Wir haben hier dann doch kleine Unterschiede. Hier ist Broadcom höher als Alphabet, das kommt ja da unten, aber so in Summe seht ihr, dass noch irgendwie hier verdächtig nah das Ganze beieinander liegt. Natürlich im MSCI World ist die Indexgewichtung hier niedriger. Da ist Apple halt mit 5% drin und im Nasdaq mit 9% etc. Hier machen die Geschäfte, die 8, ungefähr 40% aus. Und hier machen sie etwas über 20% aus. Und im MSCI World. Und wenn ihr jetzt mal anschaut in die Indexgewichtung bei der anderen Aktien, ich tue jetzt mal hier die kleinen Aktien nach oben nehmen, dann seht ihr, dass das eigentlich eine Farce ist. Man kann es nicht anders bezeichnen. Im MSCI World, die große Anzahl der Aktien ist eine Farce. Denn hier Unternehmen wie Volvo, Car und so weiter, mit was für einer Indexgewichtung fließen die dann ein? Mit 0,00%. Das ist irgendwo hinten dann eine Nummer. Seht ihr, wie klein das ist? Das ist sozusagen die nicht vorhanden, die Indexgewichtung, beziehungsweise das tatsächliche Gewicht. Man kann hier noch weitergehen, kann man hier weiterblättern. Dann hier Aktie 200, 0,01% etc. 0,01%, das muss man sich mal geben. 0,01%. Und das heißt, diese Unternehmen hier, und wir sind ja jetzt schon bei 500, das ist immer noch 0,01%. Jetzt geht es dann irgendwann mal auf 0,02%. Das kann man vergessen. 0,01%, das heißt, dass Apple sozusagen eine Gewichtung hat, die 500 mal, 505 mal höher ist als so ein Unternehmen. Microsoft hat dann eine Gewichtung, die ist 466 mal höher als so ein Unternehmen. Das heißt, wir haben hier
eine komplette Schieflage und dass der MSCI World über die schiere Anzahl der Aktien, dass er deshalb automatisch diversifiziert ist, das stimmt eben nicht. Er hat eine starke Schlagseite. Und jetzt ist meine These, dass du mit relativ wenig Aktien eine bessere Diversifikation auch bezüglich einer Anlagestrategie insbesondere hinbekommen kannst, als der MSCI World es ermöglicht mit seinen ganz, ganz vielen Aktien. Und du bist besser diversifiziert als der MSCI World. Und das zeige ich dir jetzt, und zwar anhand des Dicke Dividenden und des Starterdepots. Zunächst einmal aktive Aktienselektion, das heißt, wir wollen in Qualitätsaktien investieren und dafür ist ja der Aktienfinder auch konzipiert. Und wir haben ja im Dicke Dividenden und im Starterdepot, vielleicht soll ich es nochmal zeigen, wer es nicht weiß, kann man kostenlos einsehen, nämlich hier unter Echtgeld. Das sind beide drin, das will ich noch zeigen. Also es ist völlig transparent und das hier ist Portfolio Performance. Und was du hier siehst, ist die absolute Performance hier. Das heißt, da sind auch dann die erhaltenen Dividenden drinnen nach Abzug von Gebühren und Steuern. Und das sind jetzt insgesamt 40 Positionen. Und du siehst, dass die meisten Positionen hier eine positive Rendite eingefahren haben. Das ist insgesamt seit 2019. Das heißt, für das Depot besparen die Aktien seit Mitte 2019. Und das dicke Dividendendepot, also die anderen 20 Aktien, das ist gemischt, besparen wir seit Anfang letzten Jahres, also jetzt heißt es so seit 1,5 Jahren ungefähr. Und man hat natürlich ein paar Verlustbringer hier drin, aber wenn ihr seht, wie niedrig die Verluste ausfallen, dann ist es hier 1%, ist ja gar nichts, oder 2-3%. Und hier der maximale Verlust ist knapp 15% bei Diageo. Wobei ich an der Stelle auch noch sagen muss, ich habe auch 4 Aktien mit Verlust schon verkauft, also denk nochmal, dass hier nur mal 4 Aktien drin sind, das siehst du dann auch im Starterdepot. Allerdings sind auch da die Verluste, sage ich mal, überschaubar. Vor allem, wenn wir das hier mit den Gewinneraktien dann verrechnen würden sozusagen, da haben wir nämlich schon Aktien drin, die haben sich mehr als verdoppelt, selbst 80%, 60%, 40%, 30%, über 20% ist keine Ausnahme. Steht also in keinem Verhältnis die Gewinner zu den paar Verlierern hier. Und wunderbar wird das Ganze, wenn man sich jetzt auch noch anschaut, hier die Zahlungen, das sind ja 2 Dividendenstrategien, das heißt ja das Video hier sichere Dividenden und Kursgewinne. Das siehst du hier Jahr für Jahr, 2019 haben wir angefangen, wie die Balken quasi immer höher werden. Hat natürlich auch was mit der investierten Summe zu tun. Nichtsdestotrotz, es ist schön, man muss mal auf Jahr, wie du siehst hier, wie die Balken steigen. Das ist jetzt das aktuelle Jahr und ist ja gerade zur Hälfte um. Das heißt, der Balken wird nochmal deutlich höher werden, dass die Balken hier so stark gestiegen sind. Hat natürlich damit zu tun, dass da noch das dicke Dividendendepot dazu kam mit einer persönlichen Dividendenrendite von über 4%. Persönlich also auf Einschlagskurs bezogen über 4% Dividendenrendite. Das ist natürlich schon ziemlich gut und zeigt auch, was man da alles rausholen kann aus Qualitätsaktien an Dividende. Was natürlich dann immer gefragt wird, auch vollkommen zu Recht, ist der Benchmark. Und wenn ich sage sichere Dividenden und Kursgewinne, dann spielt natürlich auch die Volatilität bzw. das Risiko eine Rolle. Und das sehen wir hier, Risikorendite. Ich habe das jetzt hier für das letzte Jahr mal vorausgewählt. Wir haben also hier X-Achse, also horizontal, das Risiko quasi in Form der Volatilität abgebildet und hier dann die Rendite. Und was du siehst, ist, dass hier, das sind unsere beiden Depots, das ist das dicke Dividendendepot und das ist das Starterdepot, dass die niedrigste Volatilität aufweisen. Wir haben, was haben wir hier oben, den S&P 500, der hat auch am besten performt. Na klar, könnte ich dir jetzt noch zeigen. Den haben wir natürlich auch in den Indexprofilen drin, dass hier die Dickstiefel nochmal höher gewichtet sind, also die Tech-Aktien höher gewichtet sind, die den Markt nach oben gezogen haben. Wenn es beim MSCI World gut 20% waren, die großen 8, 9, dann werden es hier vielleicht 30 sein und im Nasdaq dann halt 40%. Das ist der MSCI World. Hier haben wir einen Dividenden-ETF, der ist tatsächlich auf ein Jahr wohl besser gelaufen als die beiden hier. Und da haben wir noch andere Dividenden-ETFs, die da entsprechend teils deutlich schlechter gelaufen sind. Aber allen gemein ist eine höhere Volatilität.
Man kann das Ganze jetzt natürlich noch seit 2020 machen, das ist der Zeitpunkt, wo das Starterdepot dann quasi voll ausgebaut war, wo alle 20 Aktien drin waren, ab da zählt es quasi. Und dann ist hier das Starterdepot und dann hätten wir hier auch diesen ETF, diesen Dividenden-ETF geschlagen, müssten uns aber quasi dem MSCI World und dem S&P 500 geschlagen geben. Dicke Dividendendepot kann man vergessen, natürlich die Rendite ist sehr niedrig und die Volatilität auch, weil es noch nicht existiert. Es hatte quasi keine Volatilität gehabt. Was auch noch interessant ist, ist dann immer hier dieses Performance-Diagramm, wo man nochmal sehen kann, wie ist das Ganze jetzt eigentlich gelaufen. Da können wir einmal aus Jahressicht hier, was haben wir hier? Das wäre das dicke Dividendendepot. Das hier ist der MSCI World und da sieht man jetzt gestriger Handelstag, wie der MSCI World runtergerauscht ist und das dicke Dividendendepot davon völlig unbeeindruckt geblieben ist. Das war quasi für mich auch der Auslöser, mal dieses Video zu machen. Und hier haben wir einen ETF, der das dicke Dividenden-ETF, der das dicke Dividendendepot ein bisschen geschlagen hat. Aber ich garantiere, dass die Dividendenrendite nie niedriger sein wird bei diesem Dividenden-ETF. Starterdepot können wir uns auch kurz angucken. Hier siehst du dann ebenfalls, MSCI World hat es geschlagen hier. Seit einem guten Jahr läuft der MSCI World, nein, seit einem guten Quartal läuft der MSCI World hier deutlich besser. Vorher war es ungefähr Gleichlauf. Man kann das Ganze auch seit 2020 anschauen. Und dann sieht man hier, dass es lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen war mit dem MSCI World, trotz niedriger Vola. Und dass jetzt aber hier seit Anfang des Jahres der MSCI World davongelaufen ist. Müssen wir mal gucken, vielleicht holen wir wieder ein, was eine außergewöhnlich hohe Leistung wäre, weil wir ja, wie gesagt, eine niedrigere Volatilität haben. Ja, und du kannst dir jetzt diese ganzen Depots hier anschauen. Das sind hier die Echtgelddepots. Und da kannst du ja zum Beispiel auch in den Kennzahlen sehen, wie hoch die Dividendenrendite ist. 4,5% fast auf dem Einstiegskurs, also das ist sehr hoch. Und auf dem aktuellen Aktienkurs bezogen werden es dann 3,9%. Und was ich auch noch zeigen möchte, habe ich das schon gezeigt, ist eigentlich noch ziemlich wichtig, die Vermögensaufstellung. Das ist, wie stark das mein Vermögen quasi, was ich darin investiert habe, wie stark das gestiegen ist. Also sind über 80.000 Euro. Das möchte ich noch zeigen. Und zwar, das ist eben genau das, was wir bei MSCI World nicht haben. Bei MSCI World haben wir ja lauter Mikropositionen drin, die faktisch keine Rolle spielen. Und das sind wieder unsere 40 Aktien, die wir momentan investieren. Und du siehst hier, dass wir eine recht gleichmäßige Aufteilung haben. Und das kommt einer echten Diversifikation gleich. Nicht einer, ich nenne es jetzt mal Pseudodiversifikation, wie wir sie im MSCI World insbesondere sehen, aber auch in anderen Indizes, die marktgewichtet sind, weil sie einfach ja, die Marktgewichtung dermaßen ungleich ist, dass die kleinen Aktien, ich wiederhole es nochmal, einfach keine Rolle spielen. Und meine Strategie ist jetzt einfach die, ich werde hier die Aktien weiter besparen. Ich werde die Sparsumme wahrscheinlich dann vielleicht schon nächstes Jahr erhöhen. Ich habe es ja schon mal von 500 auf 1000 erhöht. Ich werde es nächstes Jahr vielleicht auf 1500 erhöhen im Monat, sowohl das dicke Dividendendepot als auch das Starterdepot. Und das Ganze habe ich vor, über Jahre durchzuziehen. Und ich bin mir sicher, also sehr, sehr optimistisch, dass das noch richtig schön was wert wird, das Ganze, die beiden Depots. Und dass ich hier wirklich auch sichere Kursgewinne und hohe Dividenden erzielen werde. Sichere Kursgewinne gibt es natürlich, in der Welt ist nichts sicher, aber in einem gut diversifizierten Depot mit Qualitätsaktien, wer langfristig investiert, der kann sich doch recht optimistisch geben, dass das Ganze funktioniert. Und dafür sind wir ja auch da. Gut, das wäre also im Prinzip mein Fazit schon gewesen. Ich hoffe, das war inspirierend. Das heißt, halten wir es nochmal fest, der MSCI World ist weniger diversifiziert, als du vermutlich gedacht hast. Und du kannst dir mit wenigen Aktien, relativ wenigen Aktien, ein Depot bauen, das eine niedrigere Volatilität aufweist als der MSCI World und deine Anlagestrategie deutlich mehr gerecht wird
als beispielsweise eben ja der MSCI World. Und jetzt würde mich interessieren, wie baust du dein Depot auf? Wie sorgst du für sichere Dividenden und Kursgewinne? Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.